You are not prepared. Ja, hallo liebe Leute, Xiaomi hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary hier auf meinem Armskrieger. Und was haben wir für eine Skillung momentan? Überwältigen, Doppelheld, besser Avatar, Verteidigungshaltung, tödliche Combo, tödliche Gelassenheit und zusätzliche Angriffe. Und mittlerweile sind wir auch schon Ehrenlevel 31 und haben hier eigentlich fast nur in der Mitte geskillt, weil mir die meisten hier drüben eigentlich ziemlich unnutz vorkommen, zumindest persönlich. Kolossaler Sturmangriff ist sehr, sehr geil. Schmetterecho ist auch sehr, sehr geil. Ah, hier wechsle ich ab und zu. Das kommt immer drauf an, wenn viele Leute immer auf einen sticken. Wutmonster vielleicht. Zauberreflexion finde ich aber im BG ist eigentlich, ehrlich gesagt, viel geiler einfach. Weil es, keine Ahnung, macht einfach irgendwie mehr Laune oder bei weitem mehr Laune. Wenn man ein bisschen zumindest Skillplays machen kann, sagen wir so. Kann ich zwar nicht, aber vielleicht irgendwann mal. Kommen wir an den nochmal ran? Können wir nochmal kicken? Da ist er auch schon tot. Den können wir auch noch. Ich könnte eigentlich aus der Defensivhaltung rausgehen, weil irgendwie tut mir hier keiner was. Ich habe schon wieder Krieger so lange nicht mehr gespielt, dass ich mich wieder überhaupt nicht mehr auskenne. Ja, wobei, es geht gerade noch. Execute, meiner. Erstmal abgestaubt, kein Ding. Der andere Charge ist auch noch, oder Abfang ist auch noch ganz geil, aber ich finde das einfach zu stark. Mit Abfang könntest du halt noch zu deinen Mates hinchargen und gewisse Attacken abfangen dafür. Aber ist in den meisten Fällen, lohnt sich ehrlich gesagt nicht. Ah, der fährt mich nochmal weg. Aber ich komme nochmal dran. Der läuft erst gar nicht weg von mir. Ah, ein Signi lohnt sich hier nicht. Wegkommen du das sowieso nicht. Kolossales Schmettern und tot ist er. Dann können wir uns hier vielleicht noch einen abstauben. Execute. War das meiner? Nein, schade. Wir können uns hier nochmal den Krieger holen und das Ding hier kurz. Oder? Ich gehe, glaube ich, zuerst das Ding hier zurücktappen. Hier steht nämlich keiner mehr in dem Kreis, glaube ich mal. Vielleicht ein Schurke. Kommt mir gerade nicht so vor. Aber es ist sogar das gleiche wie mit dem Krieger. Mit dem Paladin vorhin. Und es läuft schon wieder gleich. Eigentlich dachte ich, dass ich mit anderen Charakteren öfter verliere. Wie ich vorher schon gesagt habe, aber scheint wohl nicht so. Es war alles nur gelogen. Immer lüge ich alle Leute nur an. Gibt's halt nicht. Execute. 5000er Hit. Was? Mit was hat sich der gerade geheilt? Der war auf einmal wieder komplett voll. Okay, der sollte auch tot sein. Wir dominieren hier ein bisschen. Wir dominieren. Wir haben aber auch gute Heiler auch. Das muss man eben lassen. Na, da komme ich gerade nicht ran. Komm, charge. Jetzt. Wunderbar. Können wir gleich wieder debuffen, aber da können wir ziehen, haben wir gerade wieder bereit. Und ich komme nicht ran, warum auch immer. Ich war gerade in Reichweite, aber ich habe ihn trotzdem nicht schlagen können. Das ist immer mega merkwürdig in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob das mein Ping oder deren Ping ist. Du stehst halt hinter denen. Deine Schlaganimation kommt schon, aber sie wird nicht komplett ausgeführt. Und dann stackt das immer so und dann versuchst du irgendwie zu schlagen und sieht aus, als hätte ein Schlaganfall dabei. Aber wir haben alle drei Loren momentan und die Allianz, glaube ich, gibt irgendwie so allmählich auf. Oder täuscht mich das? Nein, die sind hier oben alle vertreten. Dann helfen wir hier oben einfach mal mit. Ich glaube, wir können das locker wieder zurückholen. Na, noch gehört es ja auch uns, aber. Wir können hier eigentlich mal alles auseinanderfieren ein bisschen. Wobei, ich habe gerade keinen getroffen. Ich habe nur einen getroffen gerade. Das war gerade so ein Fail. Das gibt's halt gar nicht mehr. Jetzt boxen wir den ein bisschen rein. Kicken gleich den ersten Cast, damit er hier nicht zu viel macht. Geht hier gleich Dispersion. Chargen hier nochmal nach. Können ihn gleich wieder slowen. Ah, verpisst sich mit Ingegleiter. Hilft nicht. Wobei, wir verlieren. Oder nee, warte mal, die andere Lore ist noch gar nicht da. Eigentlich war das gerade ziemlich dumm, dass ich hier wieder runtergesprungen bin. Kann ich das hier ganz schnell wieder tappen? Ist noch Schattenpriester da und der eine ist noch da. Schattenpriester und der Hexenmeister. Oh, hey there. Oh Gott, ich gehe so drauf. Jetzt hätte ich einen Schildreflex, wobei der hätte mir eh nichts mehr gebracht. Er kann's. Ne, kann Schattenpriester? Ich spiele selber einen Schattenpriester und weiß es nicht. Kann er noch zweimal executen? Nein, einmal, oder? Eigentlich hätte ich einfach reflekten können. Gut, ich bin gerade ein bisschen überfordert mit meinem Krieger. Das ist immer, weil ich den Krieger momentan nicht so viel spiele, weil ich zurzeit meinen DK equippe. Und ja, aber der hat noch überhaupt kein Ehrenlevel, der hat kein Gear oder fast kein Gear. Ich glaube, er ist mit Level 48 jetzt erst oder so. Das dauert noch ein bisschen, bis ich mit dem irgendwo abgehen kann. Dann gibt es vielleicht auch DK Battleground Commentary. Warum war ich gerade nicht in Range für ein Execute? Und warum hat Warlock so einen krassen Self-Heal? Oder was ist das immer zwischendrin? Auf einmal heilt er sich irgendwie gefühlt für 50% von seinem Leben. Ah, DK ist noch hier.
Ganz hinten noch der Hunter. Please, ich will ihn executen. Nein. Ich dachte, ich krieg den doch. Es fahren schon wieder alle Loren rein. Was für BGs heute. Gibt's halt nicht. Na, Hexenmeister will nochmal versuchen, unsere Lore wegzutappen. Wobei, es ist schon viel zu spät. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt noch werden soll. Sie gehen trotzdem, oder? Nein, warte mal, das könnte sich noch rausgehen. Außer der Magier hält noch ein bisschen durch, please. Nicht rausgehen. Na, maximal grause. Tappen können sich nicht mehr. Nice. Aber jetzt reißen wir hier alles dafür. Ich wollte eigentlich gerade in dem Moment Blade stormen. Da laufen alle vor mir weg. Das können wir kicken. Den sollten wir down kriegen. Nummer 1 liegt am Boden. Nummer 2 kriegen wir gleich, glaube ich. Siegesrausch haben wir noch. Da können wir eigentlich glatt mal Insignia ziehen, weil es eh schon egal ist. 2 Schattenpriester haben wir noch. Okay, der eine ging gar nicht auf mich. Fuck. Ich kann nochmal Shout machen, ob ich meinen Kriegermate hier überlebt. Kann den hier nochmal 4. Please, Game. Dann können wir hier nochmal rüber switchen. Wobei der hat nochmal fucking Dispersion ab. Gehen wir nochmal rein. Oh, und der zweite hat auch nochmal Dispersion ab. Nein, ich habe kein Schild weg. Die haben wir uns ein bisschen ausgespielt gerade. Der eine hat nämlich noch Live-Swap gemacht, dann bin ich auf ihn gegangen, dann hat der wieder Dispersion ready, dann wieder zurück und dann war ich schon tot. Bisschen scheiße, aber wir haben zumindest den Hexenmeister gelegt. Aber die sind nicht schlecht. Für einen Random-BG haben die gerade gut zusammengespielt. Ich glaube, die gehören nämlich nicht mal zusammen, die zwei Priester. Wollen wir den einen Priester? Dera irgendwas? Ah, Netheron. Nee, ich glaube nicht, dass die zusammengehören. Außer die sind von irgendeiner. Außer die spielen auf verschiedenen Servern. Das kann natürlich auch immer sein. Ah, die verpissen sich schon wieder. Ich glaube, der will von oben einfach dotten. Hat der einen Bersi? Der hat jetzt einen Bersi und 20 Stacks. Der killt mich so schnell. So schnell kann ich gar nicht schauen. Wobei, das tut er sich nicht mehr an, oder? Nein, wir gewinnen einfach. Wir brauchen nur noch eine Lore und das sollte die mittlere sein. Wollen die wirklich? Das geht sich halt nicht mehr aus. Wir können maximal nur noch die hier holen. Der ist AFK, wie es aussieht. Ich würde am ehesten halt die hier durchdeffen, aber jetzt sind alle hier unten und ich bin alleine. Und der Schattenpriester wird höchstwahrscheinlich gleich zu mir runterdroppen, würde ich mal fast meinen. Bin mir nicht sicher, aber ich gehe zur Sicherheit schon mal Death Stance. Nur falls ein Schurk hier irgendwo hier noch sein sollte. Aber allein wenn ich die Lore ein bisschen verteidige oder einfach nur halte, dann kriegen wir ja dementsprechend trotzdem Punkte. Also ich hoffe mal, wir gewinnen das. Wenn jetzt irgendwas inkt, dann wird es ziemlich knapp für mich. Als Krieger One-on-One zu gewinnen, ist halt immer überschwer. Wobei, jetzt kommt schon einer. Wunderbar. Der nimmt auch gleich einen mit. DK. Will er mich grippen? Grip, please. Schade. Ich dachte, er will mich instant grippen. Nicht, dass Jenga einen Ninja-Tap macht nochmal. Jetzt habe ich keinen Reflect mehr. Nein, jetzt kommt halt erst der Grip. Aber der Stun war gut. Vier mal nochmal. Nein, ist schon vorbei. Was haben wir bekommen? Ein Ring, den ich nicht brauche. Jede Menge Arte macht. Ein Level-Up haben wir auch in Ehrenlevel. 6 Kills, 2 Tode. Leider. Leider 2 Tode. Wie sieht der Schaden aus? Der Schaden ist auch nicht allzu berauschend. Wie gesagt, ich habe den Krieger schon wieder sicher eine Woche lang nicht mehr gespielt seit dem letzten. Nee, schon länger. Weil die letzten 2 WG-Commentaries habe ich hintereinander aufgenommen. Aber dementsprechend trotzdem nicht schlecht gelaufen. Haben auf jeden Fall gewonnen. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt oder sonstige Anmerkungen, dann wie immer ab damit in die Kommentare. Vergesst auch nicht mehr auf meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.